Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fakuma Aktuell, den Messe-News von PLASTV. Wir berichten für Sie direkt von der Messe in Friedrichshafen. Sumitomo D-Mark präsentiert sich unter dem Motto Precision, Power, Productivity auf der Fakuma 2018. Dieses Jahr wird mit der Intellect S am Beispiel einer Medizinanwendung eine neue vollelektrische Maschinenreihe für Schnelllaufanwendungen vorgestellt. Lanxess präsentiert erstmals die neue Produktreihe Durethan Performance. Die Polyamid-6-Werkstoffe sind im Vergleich zu Standardprodukten mit gleichem Glasfasergehalt teils um ein Mehrfaches beständiger gegen Ermüdung bei pulsierender Belastung. Damit erfüllen sie in der Automobilindustrie die steigenden Anforderungen an die dynamische Langzeitbeständigkeit von Motorraumteilen aus Kunststoff. Darüber hinaus wurden auch die statisch-mechanischen Eigenschaften wie beispielsweise die Zugfestigkeit bei höheren Temperaturen verbessert. Die KI Group, seit 1971 als Informationsdienstleister für die deutsche und europäische Kunststoffindustrie tätig, lud am zweiten Messetag zum KI Group Summit Fakuma 2018 ein. Unter dem Motto Erfolgsfaktor Digitalisierung, Impulse für Beschaffung, Produktion, Management, diskutierten Experten das Megathema unserer Zeit. Zahlreiche Teilnehmer nutzten die Chance, neue Impulse und Einblicke in die Komplexität der Thematik zu erlangen und mit Experten zu diskutieren. Die Themen der Veranstaltung reichten von wirtschaftlichen Aspekten der Digitalisierung und deren Einfluss auf den Umsatz bis hin zu smarten Spritzgießfertigung. Auf dem Messestand von Coperion und Coperion Catron stehen Lösungen für das effiziente Einbringen von Schüttgütern in den Kompondierprozess im Mittelpunkt. Vorgestellt wird die für die Zuführung von Rohstoffen in zahlreichen Prozessen eingesetzte Seitenbeschickung. So werden deutlich verbesserte Einzugs- und Durchsatzleistungen erzielt. Auch die Verwendung feinerer, nicht kompaktierter Füllstoffe ist mit dieser Technologie machbar. Auf der Fakuma 2018 präsentiert Ettlinger erstmals als Teil der Mark-Unternehmensgruppe leistungsstarke Lösungen im Bereich der Schmelzfiltration mit unterschiedlichen Verschmutzungsgraden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Filtersysteme des Typs Eco. Der Hochleistungsschmelzefilter Eco 200 ist speziell für sehr leicht fließende Materialien wie PET und PA mit Verschmutzungsgraden bis zu 1,5% ausgelegt. Dabei bietet die jetzt verfügbare gewordene besonders hohe Filterfeinheit von 60 µ ideale Voraussetzungen für das Bottle-to-Bottle-Recycling mit seinen extrem hohen Qualitätsansprüchen. Unter dem Motto Be Smart stellt Wittmann Battenfeld seine neue vertikale V-Power vor. Mit dieser Maschine übertragen die Österreicher nun auch die Vertikalmaschinenbaureihe in die Designsprache der Power-Serie. Die neue V-Power zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Energieeffizienz, ihre Kompaktheit und ihre Bedienerfreundlichkeit aus. Zunächst wird die Maschine in den Schließkraftgrößen 120 und 160 Tonnen angeboten. Bei allen Power-Serie-Produkten ist die Steuerung B8 mit Windows 10 IoT und den Integrationsmöglichkeiten von Wittmann 4.0 an Bord. Das war Fakuma aktuell für heute. Danke fürs Zusehen und bis zu unserer nächsten Ausgabe. Tschüss.